eine Schnitzeljagd war früher wohl auf jedem Geburtstag das Spiel überhaupt. Gemeinsam wird nach Hinweisen gesucht, um den Schatz zu finden. Bei einer Schnitzeljagd gibt es erst einen neuen Hinweis, wenn eine Aufgabe gelöst wurde oder der gesuchte Ort gefunden wurde. Zu einer Schnitzeljagd gehören Irrwege oder auch mal eine Sackgasse und es muss neu überlegt werden. Eine Literaturrecherche kann auch wie eine Art Schnitzeljagd funktionieren oder sich so anfühlen. Stellt euch vor, ihr müsst für eine Seminararbeit nach Literatur recherchieren. Der Dozent oder die Dozentin gibt euch einen Tipp für eine Grundlagenliteratur zu eurem Thema. Das ist der erste Hinweis für eure Schnitzeljagd. Wie bei einer traditionellen Schnitzeljagd gehen wir jetzt von diesem ersten Hinweis aus und suchen damit den nächsten Hinweis. Diese Art der Suche wird assoziative Suche oder auch Schneeballsystem genannt. Die wissenschaftliche Literatur gibt euch also die nächsten Hinweise. Ihr nehmt euch das Grundlagenwerk zum Thema vor und schaut bei den Inhalten, die für euch sehr informativ sind, im Literaturverzeichnis, welche Literatur die Autorin oder der Autor verwendet hat. Der Quellenverweis ist euer nächster Hinweis. Sucht und beschafft euch diese aufgeführte Quelle und lest darin die nächsten wissenschaftlichen Texte. Auch hier werden wieder Inhalte dabei sein, die besonders informativ für euch sein werden. Hierbei geht ihr wieder so vor, dass ihr nach den Literaturangaben schaut und darin die nächsten Hinweise seht. Das kann dann immer so weitergehen. Natürlich werden dabei auch mal Sackgassen auftauchen. Ihr werdet auch in einer Quelle mehrere Hinweise finden können oder ein Hinweis taucht öfter auf. Das ist meist ein Zeichen dafür, dass dieser Literaturhinweis sehr viele wichtige Informationen für euch bereithält und auf jeden Fall nachzuverfolgen ist. Folgt ihr den richtigen Hinweisen, dann gelangt ihr ans Ziel und habt eine gut gefüllte, wissenschaftliche und für euer Thema hilfreiche Literaturliste.